Herzlich willkommen zur großen Recap-Show am Gamescom Freitag 2022 auf der Beanscom. Großartig! Das Zeichen, das internationale Zeichen für sich beklatschen lassen. Das ist sehr schön und gut. Ja, schön, dass ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten bereit seid. Schön, dass ihr alle hier draußen direkt vor der Bühne steht. Man merkt, dass heute es in Richtung Wochenende geht. Ja. Leute, also nicht nur für uns, nachdem wir die ganze Woche dann hier schön arbeiten durften. Ja, und viele, viele Sachen gemacht. Wir werden natürlich auch gleich drüber sprechen, was wir alle gesehen haben. Schön, dass ihr da seid, Berti. Hallo, Gregor. Walle und Sarah. Hallo. Natürlich dann wieder. Wir haben auch noch viele Games. Ihr wart ja schon in einer der letzten Recap-Shows dann mit dabei und wir haben noch einiges an Sachen, die wir nicht ansprechen konnten bisher. Gibt auch einen ganz guten Grund, warum wir einiges nicht ansprechen konnten oder nicht ansprechen werden, weil da haben wir uns hier vorhin ausgetauscht. Ihr müsst es so sehen, also wenn man Berichterstattung macht, Spieleberichterstattung auf der Gamescom, das ist so ein bisschen gestaffelt. Samstag, Sonntag ist eigentlich theoretisch vorbei, ja, weil dann haben die Publisher alle ihre Termine gemacht, das Business Center wird abgerissen, man hat sich die Spiele schon angeschaut und dann gehört allen dann hier die Gamescom. Allerdings, bei vielen Terminen, die wir gesehen haben, wir werden jetzt nochmal gleich über die Spiele sprechen, aber zum Beispiel, Walle, bei dir war das ja auch so, glaube Berti unter anderem auch, Embargos, das große E-Wort, ne, wo du dann eine Auflage bekommst, hey, du darfst dir diesen Part vorab angucken, aber erzähl bitte nicht an dem oder bis zu dem oder dem Datum, was kann ich verstehen, von wegen dann streuen die Berichterstattung, aber ich hätte euch gern was über Sonic gesagt, kann ich nicht. Wir hätten gern was über Sonic gehört. Ja. Ja. Ja, das geht leider nicht. Ja. Ich habe auch Flintlock gesehen. Mhm. Ich habe extra abgeklärt, ich darf sagen, wie das heißt, aber mehr nicht. Das ist so und das war mega cool. Ja, da habt ihr jetzt nichts von. Ja. Aber im nächsten Game Talk. Ja, das, nein, ihr habt nichts davon, weil ich ja euch erzählen will, wie toll das war. Das darf ich nicht sagen. Ja, ja, dementsprechend, also wenn ihr auf solche Sachen aus seid wie Chia oder Scorn, was ich mir heute angeguckt habe, was auch noch Embargo ist, haltet gerne die Nachberichterstattung. Vom Scorn hätte ich wirklich richtig Bock. Ich auch. Gemacht. Ich erzähle euch privat drüber, ihr müsst nur das NDA unterschreiben, dann passt das schon. Aber haltet gerne der Nachberichterstattung dann Ausschau. Wir haben noch mehr als genug Futter, was wir hier reinwerfen können. Sarah, ja? Ja, ich glaube, weil die Tage fließen auch ineinander, du warst gestern in der Recap-Show. Genau. Ne, und wir sind nicht zu allen deinen Themen gekommen, die du gerne besprochen hast. Hier lag noch was sehr auf dem Herzen. Ja, und zwar war ich bei Raw Fury, ich glaube vorgestern, und habe mir American Arcadia angeguckt. Ich weiß nicht, ob einer, der hier im Publikum ist, vielleicht schon mal einen kleinen Trailer davon gesehen habt. Mir ist das vor ein paar Monaten aufgefallen. Das ist ein Indie-Game von einem spanischen Entwicklerstudio. Out of the Blue Games heißen die. Und die haben vor ein paar Jahren, anfangs Corona, Call of the Sea gemacht, heißt das. Das hatte ich damals auch schon gespielt. Und hier sieht man es jetzt schon. Das ist der Hauptcharakter von American Arcadia. Und der, man sieht hier schon diese schöne 70s Optik, so dieses ganz bunte, der läuft aber immer nur von links nach rechts. So. Und das dauert jetzt eine Weile, aber der kommt eben in seinem Bürokomplex an. Man erkennt schon, ja, sie arbeiten hier 10 Jahre, so und so viele Monate, so viele Tage und wahrscheinlich auch noch Stunden und Sekunden. Wir messen das alles. Und man denkt sich schon so, vielleicht steckt da eine kleine Dystopie dahinter. Und ja, im Endeffekt, wer den Film Truman Show kennt, könnte das Konzept von American Arcadia verstehen. Das war das, ja. Weil American Arcadia spielt quasi in einem großen Dome, durch den man durchbricht und alles da drin ist eine TV-Show. Sind alles einfach nur Charaktere und mit ihm hier, mit unserem Hauptdarsteller, wird gleich die Angela Kontakt aufnehmen und ihm sagen, hey, du musst da dringend raus, weil dein Kollege Glenn, der ist gar nicht auf den schönen Ferien. Nein, nein, Glenn ist dead. So. Und dann ist das ein Mix aus eben diesem links, rechts gelaufen mit ihm und Angela, mit ihr ist man dann in der Ego-Perspektive. Sie muss dann immer wieder Rätsel lösen, um ihm zu helfen. Er hilft irgendwann wahrscheinlich ihr. Und so versuchen sie eben, ihn hier aus der ganzen Nummer rauszukriegen. Und ich finde sowohl den Artstyle mega schön, sie spielen halt auch mit den Hintergründen und so, weil er kommt gleich zum Beispiel an seinem Platz an und erfährt was. Und hier hinten sieht man schon diese große Leinwand und die bricht gleich so zusammen. Und aus Get Ready to, keine Ahnung, aus diesen ganzen Werbedingern da, wird gleich, dein Kumpel ist übrigens eigentlich tot. Okay. Und dann kippt das Ganze. Und dieser Moment war schon so cool. Und ich glaube,
dass wir hier was ganz Cooles erwarten können. Das erinnert mich vom Look. Das ist so als, also hier die Welt von Bioshock Infinite. Das erinnert mich übelst krass daran. Ja. Und ich liebe echt den Artstyle. Was, oder auch We Happy Few oder sowas. Ja. Ja, genau. Oder man kann natürlich auch reinwerfen, dass natürlich hier wieder, das ist typisch 70s-Look, so ein bisschen 70s-Sci-Fi, gerade mit der Farbgebung und alles. Ich weiß nicht, ob hier jemand in der Runde mal Headlander gespielt hat, was ein Metroidvania war, 70s-Sci-Fi-Future. Das, nicht Glenn, sorry. Wo du ein Kopf warst, der auf andere Körper sich draufgeschraubt hat und die dann kontrollieren konnte. Hast du danach irgendwie noch was gemacht? Ist das ein Metroidvania, ein Sidescrolling-Game, oder läuft er die ganze Zeit nur von rechts nach links oder links nach rechts? Er läuft von rechts nach links, man hat dann gleich noch eine Verfolgungspassage. Man kann aber auch eben mit Angela dann so Sachen wie zum Beispiel die Überwachungskameras steuern oder auch andere elektronische Geräte, was da wieder dazu führt, dass man ihn schneller von A nach B bekommt oder mit ihm quasi so, sind so kleine Puzzle, wie man ihn aus dieser Gefahrensituation rauskriegt. Man kann zum Beispiel auch Lichter steuern. Alles, was elektronisch funktioniert, kann sie aus der Schaltzentrale, wenn man sie an den richtigen Punkt kriegt, natürlich steuern. Also man hat bei ihr kleine Rätsel in Ego-Sicht und man kann mit ihm eben hier in dieser, in der Ebene spielen. Ja, das ist dann eher so gemischt, verschiedene Sachen, ein bisschen Cinematic-Plattformer. Und das ist ja auch immer wieder ganz schön. Nee, ich glaube, ich meine davon irgendwas mal gehört oder gesehen zu haben, aber noch nie jetzt in dieser Ausführlichkeit. Ja. Das sind auch so Sachen, wo ich dann schön drin versinken kann. Nice. Ah, da das die Ego. Das ist der Moment, in dem man dann quasi springt. Ja. Kannst du den Namen nochmal sagen? Weil ein paar Leute im Chat haben es zu Anfang nicht mitbekommen. American Arcadia heißt das. Arcadia ist alles, was in diesem Dom stattfindet, in dieser TV-Show. Und ja, super nette spanische Entwicklerin, mit der ich da zusammengesessen habe. Call of the Sea hat auch schon Spaß gemacht, dass und ja, das war so ein kleines Highlight, dass ich das hier anspielen konnte, als ich das in meinem Hammer, ich war auch sehr neidisch. Das hatten wir auf dem Summer Games Fest, glaube ich, den ersten Trailer gesehen, oder? Weil ja, ich habe davon schon mal was gesehen. Ich hatte davon nur Bilder gesehen vorher und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, das ist der erste Trailer jetzt, richtig. Ja, okay. Hammer, sieht sehr gut aus. Ja. Eins meiner Highlights. Das ist doch schön. Wenn wir bei Highlights sind, Berti, du hast eine ellenlange Liste hier auch nochmal in unser Chat-Tool hier reingeschickt. Und wenn ich jetzt hier gucke, dein Game der Gamescom. Was ist es? Es ist so geil. Der Gamescom. Was ist es? Wir haben alle eine Lücke in unserem tiefen Herzen. Und das ist Command & Conquer. Ich weiß, was du meinst. Und vor ein paar Wochen gab es eine Show von THQ und da wurde ein Titel namens Tempest Rising angekündigt. Und das wirkte schon sehr Command & Conquer-mäßig, so rein vom Trailer. Und mir wurde jetzt eine ausführliche Demo gegeben. Es fängt an mit dem Menü, was schon so, ey, das ist so GDF, komm schon. GDF, wirklich? Geil. Es ist so geil und ey, die EntwicklerInnen haben keinen Hehl draus gemacht. Sie so, ey, wir wollten Command & Conquer in seiner pursten Form wieder haben. Und es ist vom, wir haben dann eine Mission zusammen gespielt und es ist einfach genauso wie Command & Conquer Red Alert und Tiberium Wars. Du fängst an mit einer kleinen Truppe, kämpfst dich durch die Gegend und musst dann auch ein bisschen rumtaktieren. Das heißt, dann sind da Panzer, wo daneben aber zahlreiche rote Fässer sind. Das heißt, du musst echt aufpassen auf deine Einheit. Und wenn du dann immer weiterkommst, kommt dann irgendwann natürlich auch der Punkt so, okay, du kriegst jetzt dein Tool, womit du deine Basis aufbauen kannst. Und es gab einen Moment, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil das Ding kommt rein. Ey, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Und dann ertönt eine Stimme, New Construction Options. Und dann, ey, das ist halt so Command & Conquer pur. Und immer wenn eine Einheit stirbt, kommt auch Unit Lost. Auch in so einer sehr sonoren Stimme. Und ey, die Mission ging 15 Minuten und es war einfach ultra geil. Das ist so wirklich die purste Form von Command & Conquer. Und ich habe das gesehen und wir waren drei Leute da bei dieser Vorführung. Wir alle haben wirklich gesagt so, Guys, no joke, das ist das Highlight der Messe von uns. Weil da auch wirklich, glaube ich, zufällig genau drei Leute saßen, die so eine tiefe Lücke im Herzen hatten, die einfach Command & Conquer, wo ich mich immer noch danach sehne, Generals, das war einfach meine Jugend, das habe ich endlose Stunden gespielt. Und es ist einfach unfassbar geil und es soll nächstes Jahr erscheinen, hat noch kein konkretes Release-Datum. Aber Leute, Tempest Rising, das könnte nächstes Jahr mein Game of the Year werden, wenn sie alles richtig machen. Aber es ist halt wirklich, es spielt in den 90ern und auch hier die Sachen, die du harvesten musst, es ist einfach also Command & Conquer. 15 Minuten wahrscheinlich so ein Querschnitt, wie so eine Mission mit den verschiedenen Sachen ansehen kann, statt
irgendwie Tiberium gibt es was anderes zum Harzen, ja. Also zum Einsammeln. Der Harvester ist der Summler, ja. Irgendwie so. Der Summler. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich habe die klassischen Echtzeit-Strategie-Games auch seit den 90ern nicht mehr groß verfolgt, weil es nicht wirklich mein Genre ist. Ja. Wenn du meinst, dass es also so eine Lücke gibt, ist natürlich auch nochmal super, weil das hat sich ja auch ziemlich in eine andere Richtung entwickelt, dass da sehr viel von MOBA überschattet wird, was Echtzeitstrategie an sich angeht. Das ist ein sehr guter Punkt, weil darüber habe ich dann auch mit dem Studio gesprochen. Und sie haben halt gesagt so, ey, wir hoffen einfach, dass wir diesen Titel releasen und dass es dadurch eine Echtzeitstrategie-Renaissance gibt. Und sie ambitioniert, haben halt, muss ich sagen. Es ist unfassbar ambitioniert, aber ich habe mich auch so ein bisschen durchs Netz gelesen. Also die Stimmen sind allgemein schon echt sehr positiv und ich glaube, die können das hinkriegen. Also wirklich, ich habe jetzt 15 Minuten Gameplay gesehen. Der erste Eindruck ist überragend. Ich finde es halt echt krass, dass sie wirklich so krass damit gehen, dass es einfach wirklich dieses New Construction Options, Unit Lost, Building Complete, es ist einfach. Man kann die Inspiration nicht übersehen. Ja. Es ist so. Hast du irgendwas von wegen Narrative oder so gesehen? Weil C&C hat für mich zumindest auch ausgemacht, dann, okay, du brauchst vielleicht. Okay. Eigentlich brauchst du schon die cheesy Schauspieler, die ja. dann davor stehen ja. und auf jeden Fall. Action machen oder zumindest ein Äquivalent. Ja. Das ist, also wir haben dann gesehen, wie die Mission startet und du kriegst natürlich so ein Mission Briefing, was rein in-engine generiert ist, also es ist keine trashige Cutscene leider, wo du dann so Fragen stellen kannst, so yo, was genau ist denn mein Ziel, aber wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du auch straight in die Mission reinspringen. Aber es hatte trotzdem so ein bisschen, nur im Ersteindruck, so ein bisschen cheesy Charme. Wenn sie das jetzt noch irgendwie so in-Engine geil hinkriegen, mit diesem Retro-Feeling, da kann sehr viel Gutes passieren. Ja. Es ist interessant, dass das so ein Ansatz ist, weil ich würde auch nochmal dann anknüpfen, ich habe nicht viel gesehen heute, aber etwas, was man vielleicht themenmäßig da so mit verbinden kann. Wir versuchen jetzt mit Tempest Rising quasi eine Lücke zu schließen, die der Halter der Lizenz einfach nicht mehr füllen kann, was EA ist, ja, und weiß ja nicht mehr, Westwood wurde vor langer Zeit in sich aufgesaugt, die Marke kaputt gewirtschaftet. Ich glaube, das Maximum war auch die Collection, die gekommen ist, die war ja noch ganz solide. Ja. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass sie damit Erfolg haben, nur damit EA merkt, scheiße, dass wir es nicht gemacht haben, damit der wieder mehr in die Richtung kommt. So, eine andere Marke, die EA hat lange liegen lassen, ja, war Dead Space. Ja, stimmt. Ja, da haben wir natürlich vor einiger Zeit gehört, hey, Dead Space kommt ja jetzt wieder, wir machen ein Remake, hey, Überraschung, ja. Hey, freut euch alle und so weiter. Das haben wohl ein paar andere Leute vielleicht ein bisschen anders aufgenommen, die gerade seit Jahren an genau so eine Art Game entwickelt haben, nämlich The Callisto-Protokoll, was endlich der Ersatz sein sollte dafür, dass EA kein Dead Space mehr macht. Und ich konnte mir eine ausführliche Hands-off-Demo anschauen. Also man durfte es noch nicht selber spielen. Okay. Spiel es nicht mehr allzu weit weg. 2. Dezember ist der Release, der, glaube ich, weiß nicht, ob wir dann nochmal die Footage haben, die auf der Opening Night Live gezeigt wurde, weil es war eigentlich diese Demo, die da gezeigt haben, wesentlich länger und ausgekleideter. Okay. Ja. Und so der erste Eindruck, den man über die ganzen Wochen und Monate hatte, war für mich dann auch, ey, ich liebe Dead Space, ja, und ich hätte auch sehr gern wieder Neues gesehen. Und genau das ist es, wenn EA schon mal nicht in die Pötte kommt, du hast die originalen Macher von Dead Space, die dann von Visceral über Sledgehammer Games läuft, der Glenn Schofield, der jetzt mittlerweile bei Striking Distance, glaube ich, heißt das Studio jetzt, wo sie da weitermachen und gesagt haben, hey, wie können wir die Hausaufgaben vom anderen abschreiben, ohne dass die Lehrerin merkt, dass von Wikipedia dann nochmal kopiert wurde, weil hier Energieleiste ist nicht längs, sie ist quer, ja, es ist nicht mehr klassisch Strategic Dismemberment, sondern es sieht ein bisschen anders aus und die haben jetzt Tentakel und die Waffe baut sich anders auf. Die Extended Demo, die ich gesehen habe, sieht cool aus, sieht geil aus. Ich habe voll Bock, es zu spielen. Aber ich kenne schon seit 12, 13 Jahren. Also es ist wirklich Dead Space pur mit ein paar Variablen mal geändert. Ja. No? Ich meine, man muss ja auch sagen, Dead Space, so legendär die Reihe ist und so sehr ich sie auch liebe, sie wurde ja irgendwann dann auch eingestellt, so im Dead Space 3, weil sie auch gemerkt haben, wir können irgendwie dem nicht mehr so viel hinzufügen. Und halt ja, nicht mehr Microtransactions laut EA. Das war nämlich das, was den dritten Teil leider gekillt hat. Koop und Microtransactions, aber ich will deinen Punkt nicht dann untergraben oder so. Es war auch etwas, wo ein bisschen so, da war auch Resident Evil so ziemlich
am Ende muss man fast sagen, nachdem mit 5 und 6 der Action-Horror nicht mehr funktioniert, selbst 5 und 6 sind ja auch in diese Koop-Action-Schiene gegangen, das musste erst wieder zurückkommen, zurückbelebt werden durch Resident Evil 7, durch andere Horror-Games, durch den PC-Bereich und so weiter. Na, und ist die Zeit wieder reif gewesen, ist absolut super. Ich hätte mich, glaube ich, aber 5 oder 6 Mal mehr gefreut über das Callisto-Protokoll, wenn Dead Space nicht wieder zurückkehrt, von dem wir eigentlich noch gar nichts gesehen haben. Ja. So wirkt es leider wie ein sehr hochqualitativer MeToo-Titel, aber es ist ein Ich-kann's-auch-Titel. Ne? Übrigens, der Part, den ich gesehen habe, jetzt sind auch die Licker angekommen von Resident Evil in dem Part. Wir sind nämlich Gegner rumgelaufen, die wie Licker aussehen. Okay. Ja. Ich habe gerade noch mit Anton von unserem YouTube-Management, den kennt ihr ja alle, ne? Der gute Anton hat gerade noch erzählt, weil er ja auch großer Dead Space-Fan ist, dass wohl Glenn Schofield gesagt haben soll, dass er mit dem Callisto Protocol jetzt das machen kann, was er eigentlich mit Dead Space immer machen wollte. Aber das, da wurde ihm dann zu viel reingeredet. So. Und okay. Jetzt ist es halt wirklich dieses, ich bin auf diesem, ich bin hier in diesem Weltraumgefängnis und kann von da ausbrechen. So. Ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert, aber Anton klang sehr, sehr überzeugend. Er ist der größte Fan, den ich kenne von Dead Space. Das jetzt einfach mal so rein. Ja, er speedrunnt das. Wenn Kollege Schofield dann seine Träume damit verwirklichen kann, umso besser. Ne? Und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Sie machen gameplaymäßig, wie sie es kennen, das Gefühl eben, so herumlaufen, wo die Kamera hinter dem Charakter ist, wie die Waffe sich anfühlt. Alleine das Drauftreten auf die Gegner, ich habe den Upgrade-Shop gesehen, wo man ja auch bei Dead Space hingegangen ist. Jetzt ist ein 3D-Drucker sozusagen, der dir die Sachen nochmal neue Teile an deine Waffen ranbaut. Das ist eben wirklich dieses immersiv mittendrin dabei sein, wie die Sachen rausploppen aus den Gegnern, wenn man das drauf nimmt, dass an der Wand Schränke sind, wo dann Zeug rauskommt. Also ich hatte instant Déjà-vus. Und wie gesagt, auch die guten, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und deshalb meine ich auch, 2. Dezember der Release. Dead Space ist, glaube ich, für Ende Januar nächstes Jahr oder zumindest in dem Zeitraum anberaumt. Mhm. Ja, wenn die mal in die Pötte kommt und dann mal endlich mal was dazu zeigt. Aber ich bin mir sehr sicher, damit sie eben diesen Vorsprung haben, weil danach wird es wirklich kritisch werden, egal wie gut das Spiel ist, wenn das richtige Dead Space rauskommt, ist eben, ich hoffe, da wird nicht gecrunched oder so. Ne? Das ist rein hypothetisch natürlich. Ja. Ne? Das ist also spekulativ, wo ich drüber nachdenke, dass es jetzt extra früher so ganz kurz und knapp rauskommt und es sah nicht unfertig aus. Deshalb, wenn man sich darauf freuen kann und auf solche Spiele steht, wird es bestimmt cool. Mal gucken, ob dann die Ideen, die Schofield hatte, noch so viel mehr sind, was EA nicht zugelassen hat. Ja. Ich bin hyped. Ich hoffe halt, dass sie es nicht letzten Endes irgendwie noch last minute noch ins nächste Jahr verschieben, weil das ist echt so ein Gaming-Highlight dieses Jahres noch für mich. Ich bin gespannt. Ja. Walle, ne? Ja. Du hattest auch eine sehr, sehr große Liste. Ich habe leider hier nicht die Übersicht noch, aber du kannst mir gerne was nach deinem Gusto reinschmeißen. Genau, also meine Highlights darf ich ja eben nicht nennen, also die ultimativen, aber ich habe natürlich unter denen, die nicht embargoed sind, auch wiederum Highlights. Und ihr wisst ja, ich habe einen weirden Spielegeschmack, zumindest aus der Sicht des Mainstreams. Und deswegen rede ich jetzt natürlich über eine Rallye-Simulation. Habt ihr Bock? Geil. Yes. Geil. Ja. Colin McRae gibt's mir. Nee, tatsächlich nehme ich mal nicht, sondern ich habe sogar zwei gesehen und ich rede zuerst über Dakar Desert Rally. Okay. Und das ist ja eben auch ein echtes Event, was eben in Wüsten stattfindet. Und sie sind da auch hingereist und haben, ehrlich gesagt, habe ich die Wüste vergessen. Hm. Aber ob du jetzt die eine Wüste nimmst oder die andere, ist, glaube ich, egal. Es geht um Sand und irgendwelche Felsen. So, aber sie haben das wirklich sehr detailliert gescannt eine riesige Open World gebaut. Und das Coole fand ich, erstmal waren das die enthusiastischsten Entwickler aller Zeiten. Dann ganz kurze witzige Anekdote, ich bin ja noch nicht so lange im Biss und die haben mir eine Visitenkarte gegeben und ich dachte, oh, nice, Moment mal meine zurückzugeben. Nein. Hatte aber schon die Visitenkarte eines anderen Entwicklers und habe sie erstmal denen gegeben. Das war ein bisschen peinlich. Nee, aber die waren super und die haben mir halt... Das ist so Visitenkarten Mexican Standoff. Ja, wirklich, genau. Wer hat heute schon mehr eingesammelt? Pam, pam, pam. Ja, eben meine ganze Tasche war voll und dann wusste ich nicht mehr, welches jetzt meine. Ja, jedenfalls zurück zum Game. Das ist... will schon auch ein bisschen alle ansprechen, deswegen es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Der erste ist ganz normal, wie man das gewohnt ist, mit Checkpoints und du weißt schon, wo du hinfährst. Aber die Physik ist sehr cool, also du springst halt wirklich über viele Sanddünen. Sie haben mich auch mit dem Lenkrad anspielen lassen. Das war tatsächlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, gar nicht so einfach, selbst in dem Mode. Aber was ich cool fand und was mich total reizt, und das ist nämlich auch der Reiz in dieser echten Rallye, die ja das Vorbild ist, dass du ja, außer jetzt vielleicht auf dem Motorrad, immer diesen Navigator dabei hast. Und in dem Simulationsmodus haben sie halt
gar keine Einblendung oder sowas. Es gibt nur, das einzige Hard-Element ist ein Kompass und noch so eine Checkliste im Auto und du musst ihm sehr genau zuhören. Und du siehst die Checkpoints einfach nicht. Du weißt nicht am Ende, ob du, wenn du ins Ziel fährst, alle hattest, dann ist das ist nicht so wie in anderen Games, dass du dann durchfährst und einfach nichts passiert, weil du dir Checkpoint fehlt, sondern du kriegst eine Penalty pro Checkpoint. Mhm. Okay. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie Rennwochenenden, wo das bei sehr vielen Rallye-Spielen gleich dein Fahrzeug natürlich auch kaputt geht und du dann die Möglichkeit hast, das zwischen zwei Rennen zu reparieren. Mhm. Allerdings arbeiten sie da nicht mit Zeit, wie die meisten. Also oft hast du bei Rallye-Spielen 45 Minuten und weiß ich, den Motor austauschen dauert schon 30 Minuten. Und deswegen musst du dich sehr genau entscheiden, welche die wichtigen Parts sind, was du vielleicht ersetzt. Mhm. Das lösen sie über Geld und nicht über Zeit. Okay. Das, ich glaube, ich habe so verstanden, wenn du ein Rennen abgeschlossen hast und viel verdient hast, dann ist das auch super fürs nächste Rennen, weil dann kannst du theoretisch alles austauschen. Ist ein bisschen ein anderes System. Ich brauche gar nicht viel mehr in die Tiefe zu gehen, weil ey, am Ende unterm Strich ist es ein Rennspiel. Mhm. Aber wirklich eins, was ich sehr, sehr cool fand und es gibt nun mal sau viele Rennspiele dazwischen, deswegen würde ich das nicht einfach sagen, wenn ich hier sieht man so wie Sport, Professional Simulation, also sie unterteilen das ganz gut. Und ich fand auch den Open-World-Ansatz sehr, sehr cool, weil... das sieht richtig geil aus. Ja, sie haben auch wirklich, finde ich, sehr schöne Staubeffekte. Da sieht man übrigens die ganzen wichtigen Instrumente, die man dann tatsächlich wahrnehmen muss, wenn man im Simulationsmodus spielt. Und du kannst auch, und das braucht so ein Spiel, auch wenn sie... Wie viel haben sie? 20.000 Quadratkilometer, genau. Und GTA ist im Vergleich, glaube ich, 100. Und das ist ja eine fette Map. Und jetzt sagt man, ey, wir sind alle überdrüssig von diesen riesen Open Worlds. Aber hier ist halt das Coole, dass sie einen Editor haben, wo du selber Strecken abstecken kannst. Das heißt, wir werden super viel coolen User-Generated Content bekommen. Und damit ist natürlich auch irgendwie so abgesichert, dass du, wenn du total Blut leckst, dieses Spiel aber weiterzocken kannst. Ja, richtig geil. Ich finde es auch visuell gerade sehr schick, muss ich ja, sagen. Ja, ist wirklich schick. Also ich habe auch wieder, solche Spiele habe ich eher früher gezockt. Ja. Ich denke so an die ganz alte Xbox zurück, Rally Sport Challenge und solche Sachen. Was war geil, wobei, ja. Oder Colin McRae noch weiter zurück, wenn ich an die Playstation sage, jetzt bist du ja eher bei Dirt oder sowas angekommen. Genau, ja. Na, und auch da eher in die Arcade-Geschiene, wie ich so oft dann so ganz gerne mag. Aber ich glaube mal so, ein Rally-Ansatz ist wieder was anderes in der akkurat nachgestellten Variante mit wirklich frei mal so ein gefühltes Paris-Dakar oder sowas mitmachen. Mhm. Ja, ja, voll. Nee, also ich brauche gar nicht mehr so viel darüber zu erzählen, weil wir haben noch einen vollen Zettel, aber wer sich für sowas interessiert, ganz klare Empfehlung geht raus. Cool. Oh, das sieht man jetzt auch hier mit dem Schrecken. Ja, genau. Das wirkt doch sehr intuitiv. Nice. Da wird gebaut, da wird gemacht. Sarah, ja, lass uns zu einem Titel gehen, wo ich gestern den Namen durcheinander bekommen habe mit einem anderen, aber jetzt hast du es gesehen, nämlich Moonbreaker, habe ich auf der Liste. Da sind wir uns auch auf dem über den Weg gelaufen, als ich zu Callisto-Protokoll gegangen bin. So, Moonbreaker ist jetzt das Spiel, wo Brandon Sanderson die Story geschrieben hat und das so ein Strategiespiel mit kleinen Amiibos ist, die da herumlaufen. Naja, das kommt ja aus dem Miniature-Tabletop-Ding. Ja. Also es sind alles kleine Miniaturen, die du auf dem digitalen Spielbrett hast. Du hast auch ähnlich, du hast halt auch quasi, du kannst die quasi überall hinstellen, du hast kein Raster, sondern du hast, die zählen quasi in Zentimetern, Millimetern so. Ja, und es hat eben diesen Artstyle, den ich cool finde. Und hier sieht man gerade schon die erste Miniatur, das ist eben ein rundenbasiertes Strategiespiel, das ist Astra, eine von den Kapitäninnen. Im Moment gibt es drei, die ich anspielen, also ich konnte eine davon anspielen, ich konnte mir aus drei eine aussuchen. Das ist Astra gewesen, auf diesem riesigen froschartigen Ding. Und die kommen aus unterschiedlichen Kulturen, dazu gibt es dann eben sehr viel Lore, hast du gerade schon erzählt. Und die wird teilweise im Spiel durch Audiofiles veröffentlicht, aber es wird auch einen zugehörigen Podcast quasi geben. Also zumindest ja diese Audio-Files auf jedem Podcatcher, denn sie haben halt, was auch super cool ist, wie ich finde, einen riesigen Editor in diesem Spiel. Und wir lieben Editoren, denn du kannst diese Miniaturen wie im echten Hobby, im analogen Hobby, alle anmalen. Und zwar bis ins kleinste Detail. Das, was wir hier sehen im Trailer, sind von quasi Profis in diesem Feld mit diesem Editor kolorierte Figuren, die dann für das Spiel quasi die Standardausführung sind. Aber du kannst dein ganzes Team, hier sieht man, hat man es kurz gesehen, du hast diesen einen Captain und du hast immer 10 Crewmitglieder und die kannst du alle mit diesem Editor eben einzeln bemalen. Wahnsinn. Und sie hat mir halt erzählt, das war die Community Managerin von Unknown Worlds, die ja früher auch zum Beispiel Subnautica gemacht haben.
die hat mir erzählt, wie viele Stunden sie schon reingesteckt hat, einfach irgendwas zu hören und eben diesen Editor zu benutzen und damit wirklich bis ins kleinste Detail zu malen. Sie haben mir gezeigt, dass man auch eine digitale Mischpalette hat, also dass du Farben nehmen kannst und übereinander mischen kannst, dadurch deine eigenen Farben kriegen kannst und so. Alles zum rundenbasierten Strategieding. Im Moment ist es 1-gegen-1. Es kommt am 29. September in den Early Access. Mhm. Sie wollen alle 4 Monate immer zum Beispiel neuen Content releasen. Da gibt es Seasons. Es gibt noch kein endgültiges Veröffentlichungsdatum. Aber wie gesagt, am 29. September kommt es jetzt erstmal in den Early Access. Und ja. Gibt es noch was ihr wissen wollt? Ich würde noch mal reinwerfen, ich bin nicht wirklich groß vertraut mit Brandon Sanderson, hab schon anderswo ausgeführt, wenn ich lese, ist tatsächlich mehr Biografien und Zeitzeugengeschichten. Aber ich meine, viel Gutes über seine Schreibe gehört zu haben und dementsprechend ist ja auch der Selling Point, dass sie den hier mit dazu packen. Ich fand, als wir den Trailer bei der Opening Night Live gesehen haben, ich konnte es noch nicht so einschätzen, okay, jetzt haben wir diese Figuren, die dann Sprüche reinhauen, wenn man sie benutzt. Kam irgendwas von der Präsentation, die du hattest, an Narrative rüber? Sonst ist das leider wenig. Ja. Also ja, da musste ich schon darauf vertrauen, was sie eben gesagt hat. Es spielt halt im Weltall. Sie hat so ganz grob umrissen, worum es quasi gehen wird, aber das wird, glaube ich, das ist so schwierig in der Zeit einmal abzufrühstücken, weil ich habe mir nicht vorher, sie hat nicht großartig mir eine Präsentation gezeigt, was es ja manchmal auch gibt, sondern wir haben halt wirklich angefangen mit dem Spiel, damit wir auch noch in den Editor reinkommen. Okay, das wird für mich vom Interesse sein, vielleicht, dass ich nicht nach so einem Match sage, jetzt laber mal nicht und mach mal die Stimmen aus. No. Ja. So. Na, vielleicht noch eine wichtige Info, bei Unknown Worlds haben die angefangen mit dem Spiel, während Subnautica Below Zero entwickelt wurde und es sind quasi 2 gespaltete Teams. Aha. Also das ist quasi parallel entwickelt worden. Subnautica wird ja auch immer noch mit Content beliefert und dementsprechend machen die anderen innerhalb dieses Teams aber jetzt eben das. Okay, das ist doch schon mal was Schönes. Und was hoffentlich auch Schönes, Berti. Dann neide ich dich auch um den Termin, weil ich hätte mir Alone in the Dark sehr, sehr gern angeschaut. Ich war ein bisschen skeptisch nach dem Reveal, aber du kannst gerne mal erläutern, wie dein Eindruck gewesen ist und dann sage ich dir, ob meine Skepsis gerechtfertigt war oder nicht. Das ist jetzt auch ein sehr guter Vergleich, Gregor, weil man muss sagen, ich habe mich nie früher an Alone in the Dark rangetraut, weil es mir einfach zu gruselig war. Warst du da nicht wirklich zu jung dann dafür? Ja, also, ich war auch wirklich zu jung, aber Resident Evil konnte ich irgendwie noch spielen, wo ich auch noch zu jung dafür war, aber es ging schon irgendwie noch klar, aber Alone in the Dark fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, die Frage, die sich viele stellen, was ist es? Ist es ein Remake? Ist es ein Reboot? Und ich durfte den Entwicklern ein paar Fragen stellen. Es ist tatsächlich, sie bezeichnen es als ein Reset der IP. Jetzt wieder einen neuen Terminus benutzt. Ja, exakt. Ja, damit die Leute nicht wieder Reboot, Reset. Ja, weil sie haben auch gesagt, dass in dem ersten Teil hier quasi auch schon mehrere verschiedene Elemente aus, also nicht nur aus Alone in the Dark 1, sondern auch aus 2 und 3 schon vorhanden sein werden, weil sie auch gesagt haben, dass das Ur Alone in the Dark, korrigier mich gern, Gregor, wenn du es anders siehst, dass es auch als Remake nicht so gut funktionieren würde. Das kann gut sein, es ist so ewig lange her. Ich meine, es wirkte verglichen mit späteren Sachen, die natürlich davon inspiriert wurden, relativ rudimentär, ob was das Gameplay und Story und whatever dann angeht. Wobei storytechnisch war da schon einiges, was sie damals mit den Mitteln schon gut machen konnten. Wenn das schon vom ersten Teil dann noch mehr gemacht wird, ich weiß nicht, also Remake kannst du genauso gut machen. Final Fantasy VII Remake ist jetzt nicht weniger ein Reset als das hier. Ja. Grundsätzlich, konntest du da selber spielen? Nee, das war eine Präsentation, wo wir dann vereinzelt diese Elemente, die gerade in einem B-Roll-Footage zusammen dargestellt sind, gesehen haben. Also sie haben halt gesagt, es geht schon so in die Richtung, wie jetzt auch das bei Resident Evil bei den Remakes ist. Also es soll nicht Resident Evil sein, sondern es soll natürlich was Eigenständiges sein, aber halt die 3 Key-Gameplay-Elemente sind halt die Gegenden zu erkunden, Gefechte gegen natürlich die Monster und halt Puzzles, die in der Spielwelt aufgedeckt sind. Und was ich aber cool fand, grundsätzlich, was man ja jetzt auch gesehen hat, ich finde den Vibe sehr cool, dass sie jetzt auch ein bisschen in so eine neue Richtung gehen mit so einem Louisiana, New Orleans Style. Und sie haben mir gesagt, dass deren größte Inspiration dafür tatsächlich die erste Staffel von True Detective war.
Und ich bin ein Riesenfan von der ersten Staffel die, von True Detective. Die gute, absolut. Die gute Staffel von True Detective. Ja, genau. Die gute Staffel von True Detective. Ja, und mal schauen, es ist super schwierig. Also es ist halt wirklich jetzt anderthalb Minuten Footage, die wir gesehen haben. Ja. Plus halt die groben Facts, wie dass es ja auch zwei Protagonistinnen gibt. Einmal ein Detektiv und halt einmal eine weibliche Protagonistin ist, die die Nichte von der Person ist, die in Alone in the Dark 1 ganz am Anfang Selbstmord begeht. Uwe Boll? Nein. Also es ist, also man merkt schon, sie remixen und resetten das sehr krass. Ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr gewagtes Experiment. Ich bin auch echt gespannt, mir durchzulesen, wie das so bei den Hardcore-Fans ankommen wird, wenn die all diese Infos jetzt nach der Gamescom gebündelt parat haben. Mal schauen. Also das Spiel ist, stand jetzt in der Alpha. Es gibt kein Release-Datum, aber wenn es jetzt in der Alpha ist, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es so Richtung Ende 2023 wahrscheinlich ein Release sein wird. Ich würde mir wünschen, so, also man hat auch natürlich das Kampfelement gesehen. Wir haben sehr viel in dem AAA-Horror-Bereich in Richtung Action nochmal mehr. Also selbst das Resident Evil 4 Remake kommt ja auch dann demnächst, was ja auch volle Pulle wieder auf Action gehen wird, schätze ich mal. Und hier so eher die ruhigeren Momente, das Adventuren sozusagen, das Erkunden, die Story in sich aufnehmen lassen. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber, aber das ist nur in meinem Kopf dann dementsprechend so. Ich werde ihm natürlich eine Chance geben, aber ich krieg diese Vergleiche mit solchen Sachen wie The Sinking City und anderen Cthulhu Low-Budget-Games, zu die dann diese ganzen, oh, das unaussprechliche Böse und ich werde wahnsinnig und Sanity-Effekte in der stumpfsten Art ever. Und die haben zwar ihre Qualitäten, aber das ist eben dann relativ ausgelutscht, dann so häufig immer wieder dann gemacht haben, gerade im Low-Budget-PC-Bereich. Das sieht nicht nach Low-Budget aus, aber ich hoffe, dass sie sich was mehr überlegen, als das hier, ich sehe da was, da wabert's. Sie haben auch gesagt, dass sie auf jeden Fall nicht in diesen Richtung Resident Evil Terror-Horror gehen wollen. Das heißt, dass dich jetzt plötzlich irgendwie ein Monster durch die ganze Gegend verfolgt, sondern sie wollen auf diesen Psychological-Horror gehen, den ja, soweit ich das immer mitbekommen habe, auch das Original ausgemacht hat. Ich bin gespannt. Es ist halt super schwierig mit den wenigen Infos und dem wenigen Material, das ich gesehen habe, da jetzt ein sehr fundiertes Urteil drüber auszusprechen. Vor allem gerade, wie gesagt, weil ich mich ja nie an das Original herangetraut habe. Aber es ist spannend. So, gerade auch mit diesem kompletten Reset der IP und ich glaube, sie wollen es jetzt auch dauerhaft aufbauen. Also, wenn die Verkaufszahlen gut sein werden, wird es garantiert, glaube ich, auch nicht der letzte Teil der Alone in the Dark-Reihe werden, aber ich bin gespannt. Ja, yo. Können wir alle ein bisschen gespannt drauf sein. Ich hätte maximal noch einen Titel, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt Footage dafür vorhanden ist, weil ich bin heute Morgen zu dem Titel gegangen, mir hat er ein bisschen was gesagt und ist aus Frankreich, wurde präsentiert in der Indie-Arena und ich würde es mal reinschmeißen, weil ich glaube, da gibt es doch einige Leute, die so Special Interest auch Bock haben. Das sah auch durchaus interessant aus für mich. Ich spreche über ein kleines Game namens, okay, ich habe es mir aufgeschrieben, Onkama One More Gate. Und Onkama gehört zum Wakfu-Universum, was eine Zeichentrickserie und Game, ich glaube Game gehört auch nochmal dazu aus Frankreich, ist was aus dem, von den Leuten gemacht wurde, die früher das MMO Dofus gemacht haben, was ganz beliebt so in den Kids so Mitte der 2000er gewesen ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals natürlich für Kids Gaming Magazine geschrieben habe, tatsächlich auch so Berührungspunkte damals haben und dass es ein ganz großes Franchise ist und die dann irgendwann über Kickstarter eine Zeichentrickserie finanziert haben. Auf jeden Fall, das ist jetzt ein neues Spiel, was angelehnt ist, so von der Art her, an solche PC-Games wie Slay the Spire, wo man ja quasi durch Dungeons durchgeht, rundenbasierte Kämpfe hat, alles schön animiert in dem Look. Ich glaube sogar ein Charakter aus dem Wakfu-Universum, der dann unterwegs ist, aber korrigiert mich in den Comments, wenn ihr euch besser auskennt dann damit. Man konnte gegen Gegner dann kämpfen und hatte ein kartenbasiertes System, also dass du dein Kartendeck hast und dann auswählst, ich booste eine Karte, ich habe Action Points und so weiter. Weiter und so fort. Slay the Spire habe ich auch nie wirklich gespielt, aber ich weiß ja auch, dass es da eine sehr, sehr große Fangemeinde gibt. Sehr und wenn bei einem so jetzt so alle Lichter angehen und man sagt, hey, das ist was für mich, behalte das im Auge, das sollte in Bälde, zumindest nicht allzu weit weg, dann erstmal für PC rauskommen. Switch-Version ist auch geplant für einen kleinen Tacken später. Ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Und ja, das sind die Dinger, die man irgendwo mal entdeckt und sagt, ey, das ist was für mich. Check das mal auf, das sah ganz spaßig aus, wenn's rauskommt. Das klingt ganz gut. Also ich glaube vor allem auch, Slay the Spire, klar gibt es auch verschiedene Games, aber das hat so eine große Fanbase. Und wenn die das gut finden und sagst, es ist vergleichbar, dann kann man sich das auch schon mal, also schaut man sich das, glaube ich, auf jeden Fall. Danke fürs Raussuchen, Regie, nochmal.
Genau, also anscheinend der Hauptcharakter da ist wohl aus dem Wakfu-Universum. Okay. Und ist, die Serie kann man auch auf Netflix gucken, also ist da auch relativ beliebt gewesen. Da sieht man es ein bisschen. Es gibt dann über diese Map diese verschiedenen unterschiedlichen Locations. Mal ist ein Kampfbildschirm, mal hast du die Möglichkeit abzugraden. Das ist eine Möglichkeit, eine Sonderkarte zu bekommen, die nur ein One-Use ist, die du machen kannst. Und es geht dann immer darum, dein Deck zu stärken, deinen Charakter aufzuleveln. Und es ist durchaus nicht untaktisch, ne, weil da auch sehr viel mit Aktionspunkten und eben Kartenboosten und anderen Sachen hier mit dabei ist. Story-Narrative war noch nicht so mit dabei. Also die Mitarbeiterin von der Firma, die mir das gezeigt hat, die meinte, ey, die hatten so einen Slay the Spire-Experten, der da gesagt hat, oh ja, sowas kenne ich, und der hat fast schon von alleine das Spiel angefangen durchzuspielen. Und hat trotzdem mal mit ein paar Gegnern ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil das eben auch durchaus sehr knackig werden kann. Das ist natürlich verpackt in der süßen Comic-Grafik, aber man sollte das nicht unterschätzen, dass es auch gameplay-mäßig was drauf hat. Nicht schlecht. Nice. Ja. Valentin. Ja. Let's go back to the well. Ja, also ich werfe jetzt auch mal ein kleines Indie-Spiel in die Runde, was tatsächlich zu meinen ultimativen Highlights witzigerweise gehört. Und zwar bin ich ja großer City-Builder-Freund. Also immer wenn man irgendwelche Städte, Freizeitparks, whatever bauen kann, finde ich das toll und kann mich daran verlieren. Und dieses Spiel heißt Terra Nil und wählt quasi mit seinem Twist den gegenteiligen Ansatz. Und zwar baust du keine Stadt, sondern der Planet Erde ist durch Industrie und Staaten alles tot und du musst die Natur zurückbringen. Okay. Und das fand ich eine sehr romantische, schöne Idee, nach der ich mich irgendwie auch in der Realität sehne. Ach, das ist das. Das ist das. Und es wirkt erstmal super simpel, weil du hast so in der Phase 1 nur diese Windräder und noch so drei Gebäude oder vier, die du bauen kannst. Und die Windräder generieren halt Strom. Das da zum Beispiel macht erstmal überhaupt die Erde wieder sowas feiner, aber trotzdem ist dann da noch keine Wiese. Das ist wieder so ein anderer Generator und so. Und du gibst quasi, also das kostet so Ressourcen, das wird so in so Blättern dargestellt. Und die haben aber nur so einen gewissen Einzugbereich. Und eigentlich kommt es vor allem darauf an, also jedes dieser Gebäude hat ein anderes Muster. Und die einfach möglichst effizient miteinander zu kombinieren. Ja, okay. Das ist aber nicht so einfach, weil ihr seht vielleicht auch diese kleinen dicken Steine, die manchmal irgendwo rumstehen. Jetzt sind wir alle Mist, die habe ich nie gesehen, so weit bin ich nie gekommen. Aber die ganzen Steine, nur darauf kannst du komischerweise Windräder platzieren. Und es gibt wirklich viele Bereiche auf so einer Map, da ist kein einziger Stein. Erst später checkst du, wie du da wieder Steine hinmachst. Und ich habe beim ersten, also du musst auf 100% Blätter kommen am Ende und dann ist das Spiel nicht vorbei, was ich erst dachte, so hey, du hast das erste Level gewonnen oder so. Nee, dann kriegst du einen zweiten Reiter mit wieder 5 neuen Gebäuden. Okay. Und so geht das immer weiter, dann ändert sich nämlich das Spiel tatsächlich in Phase 2. Dann musst du auf die Temperatur des Planeten achten, du musst irgendwie vernünftige Atmosphärenbedingungen schaffen, das machst du durch Wälder und so, aber immer mit dem gleichen Prinzip. Und beim ersten Mal habe ich eben total versagt, irgendwie bei 60% hatte ich keine Ressourcen mehr, es war noch alles irgendwie staubtrocken, die Hälfte. Und dann habe ich aber den Entwickler gebeten, kann ich nicht immer hier eine halbe Stunde, ich schaff's jetzt beim zweiten Try so. Und dann konnte ich das auch machen und habe es auch geschafft und bin dann endlich in Phase 2 gekommen. Und das war A, super belohnt, weil dann alles super grün war und ich es noch grüner machen konnte. Und eigentlich habe ich jetzt noch alles gesagt, aber ich mag halt diesen Twist, dass du einfach mal den City-Builder umdrehst sozusagen. Du baust nicht alles mit Beton zu, sondern die Scheiße muss mal weg. Allein der Ansatz, ich meine, City Builder ist auch ein Genre, was sehr, sehr häufig gerade auch im Indie-Bereich bespielt wurde. Und was ist immer so der Ansatz, wo die was Neues oder was anderes machen, was sich da nochmal ranzieht? Es spricht nichts dagegen, auch Handwerk zu tun und mal, lass uns das mal richtig gut machen, wo auch alles ineinander float und gute Progression und so weiter gibt. Aber der Ansatz, das finde ich cool. Gerade weil wir auch am anderen Ende des Spektrums dann auch sehr, sehr viel im Farming-Simulatoren gerade bekommen. Ja. Und alles versucht sein eigenes Ding wie Harvest Moon oder wie Stardew Valley zu machen. Ich dachte, du meinst den Farming-Simulator, weil den haben wir gerade erst angeguckt. Oder der Farming-Simulator. Ja. Ne? Aber auf die eine oder andere Art und da hast du dann immer, was ist das Besondere, warum soll ich das Genre, was so häufig bespielt wird, unbedingt mitnehmen? Das stimmt wirklich, ja. Aber das zeichnet sich eben vor allem durch den Twist aus, ja. Ja. Also behalte das gerne im Hinterkopf. Bitte. Ich würde zu Sarah gerne wieder rübergehen und du hast hier noch in unserem Chat über die Themen nochmal ein Spiel reingeworfen. Da hatte ich eigentlich Interesse dran. Ich habe immer die Pressemitteilungen, die sind immer aufgeploppt bei mir. Und kannst du mir ein bisschen was zu The Chant sagen? Ja, klar. Klar, klar, klar. Ich wusste nicht, dass du das gerne gehabt hättest, aber... Wenn schon, denn schon. Ich bin da heute Morgen hingerast, das war ein bisschen stressig, aber es hat sich gelohnt, dahingehend, dass The Chant... hier, man spielt mit Jess. Das ist ein Singleplayer,
Horror, habe ich jetzt schon mal vorweggenommen. Story-Game, was aber auch mit Survival zu tun hat, denn du musst ein bisschen craften. Jess fährt auf diese Insel und auf dieser Insel gibt es ganz nette Menschen mit bunten Steinchen, mit der sie entspannen und eine gute Zeit verbringen will. Nee, aber es ist ein Kult. Spoiler, natürlich. Und ja, der macht ein Ritual und dann passiert was, was halt auch immer passieren muss. Es geht ein Dimensionsportal auf, es ist so Cthulhu-like. Ich musste von, ich hätte von Alone in the Dark perfekt darüber leiten können. weil die im Endeffekt, ja, ich bin halt, ich glaube, in Kapitel 3 oder so eingestiegen und da waren teilweise Leute halt schon besessen. Leute funktionieren nicht mehr so richtig, das Ganze ist im Dunkeln, das Ganze ist, ja, Leute sind schon am Leiden, man muss irgendwie die Herrin der Lage bleiben. Gleichzeitig muss man aber mit den Geistern aus der Vergangenheit kämpfen. Und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ist einem Charakter, der ein bisschen, ja, mittlerweile nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne gewirkt hat, hinterher zu laufen, im Dunkeln in eine Mine rein, beziehungsweise auf dem Weg durch die verlassenen Wälder. Und da gab es dann so, das war so ein kleiner Schlauchbereich, in dem man in verschiedenen Hütten verschiedene Items finden musste, die man kombinieren musste, um dann wieder rauszukommen oder weiterzukommen. Du hast ein ganz interessantes System aus Spirit, Body und Mind. Mhm. Daraus generiert sich dann auch dein Skilltree, den es gibt, den ich gesehen habe. Und diese drei, ja, Status-Sachen musst du eigentlich alle drei im Auge behalten, weil du hast für alles Items, um das quasi am Leben zu halten. Aber du musst, kannst zum Beispiel auch meditieren, um von dem einen, von dem du gerade vielleicht noch voll hast, was ins andere rüber zu kriegen, weil du landest immer wieder in so, ja, wie eine Art Nebel, Dimensionswelten, wo dann eben dein Kopf, wie bei Cthulhu halt eben, abnimmt und du so ins Wahnsinnige abgleitest. Ja. Ich habe noch nicht so viel sehen können von The Chant. Es ist, ja, noch nicht so ganz fertig. Also für mich hat es noch nicht so hundertprozentig ganz polished gewirkt. Ich dachte auch eben, du meinst Horror wegen diesen Uncanny Faces, ja, die wir gesehen haben. Ich sag dir, nee, es ist wahrscheinlich realistischer als, was haben wir zuletzt nochmal in der Gruppe gespielt? The Quarry. Ach, The Quarry. Ja. Aber es ist Plastic Surgery, deshalb sehen die so aus. Stimmt, ja. Ja. Das ist der Kult. Die haben lange genug meditiert. Ja. Naja. Also das war so, da es sowas wie The Quarry auch schon gegeben hat, ja. Gerade aktuell, ist natürlich nichts Brandneues, was The Quarry aber auch gemacht hat. Für mich so angefühlt, dass hier The Chant dann auch nochmal auch ein bisschen was anderes bieten muss und gerade dieser Horror-Twist, der dann nochmal dazu kommt, glaube ich. Und du meinst es Survival-Elemente? Dann? Ja, du kannst halt so ein bisschen craften. Also ein bisschen Waffen oder? Ich glaube sowohl als auch, aber ich habe das, was ich auf jeden Fall eingesammelt habe, waren verschiedene Ressourcen, mit denen du dann wieder verschiedene Heil-Items zusammenbaust. Okay. Und generell musst du halt verschiedene Teile von Rätseln zusammensuchen und die dann zusammen basteln. Also es waren schon sehr klassische Elemente. Was die Story angeht, kann ich halt nicht viel sagen, weil es halt, ich bin halt wirklich so mitten reingeworfen und dann aber auch recht schnell wieder raus. Und gerade was die Atmosphäre angeht, ist das halt immer super schwierig. Stellt euch vor, ihr habt genau die gleiche Geräuschkulisse wie jetzt gerade um euch rum. Ihr seid in so einem kleinen Kämmerlein und versucht eigentlich gerade so ein ganz atmosphärisches Horrorspiel reinzukommen. Das ist nicht so einfach. Und dementsprechend will ich da noch ein bisschen abwarten, ob es das wirklich liefern kann. Es ist nicht allzu weit weg, will ich sagen, oder? Hast du irgendwas vom November, Release gehört? November, meine ich. November, 9. Ne? November? Ja, so weit ist es nicht. Müssen wir mal gucken, bis es dann soweit ist. Ja. Lass uns, Berti, zu was Gruseligerem gehen und dem Hardcore-Horror-Game der Show, also wo die Leute erzittern werden. Du weißt, wovon ich rede, von SpongeBob. Ja, ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Ja, ich habe eben über eine Lücke in meiner Kindheit gesprochen, das war halt Command & Conquer und hier Tempest Rising. Aber eine Sache, die natürlich auch meine Kindheit unfassbar geprägt hat und meine Jugend, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich guck's immer noch, das ist SpongeBob. Und ich durfte den neuen Teil jetzt mir anschauen, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Und es ist Fanservice pur, also mir wurden 3 oder 4 verschiedene Levels gezeigt, die auch immer super unterschiedlich sind, die wirklich Fanservice pur sind. Das heißt, was wir gerade zum Beispiel sehen, ist so eine Horrorwelt quasi, wo Gary, also die Schnecke von SpongeBob, zu viel Süßigkeiten gegessen hat und deswegen dreht sie durch und deswegen muss man hier die Süßigkeitenautomaten kaputt machen.
damit Görri nicht Diabetes bekommt. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Level gesehen, wo man als Karate-Bob, also die Karate-Version von SpongeBob, wo man in einer Welt ist, wo Thaddeus einen Karate-Film mit ihm dreht, und dann musst du dich da durchspielen durch so ein Filmset. Und am Ende, also es ist immer Fanservice pur, und wen rettest du natürlich beim Karate-Film? Am Ende Sandy. Ja. Und dann Sandy würde ich doch kaputt kloppen eigentlich, oder? Ja, stimmt. Ja, und dann hast du halt hier dieses, die Urwelt-Version von SpongeBob, also als Höhlenmensch. Und es ist wirklich Fanservice pur. Was ich sehr cool fand, natürlich war das war ein sehr cooler Termin, denn das ist ein deutsches Entwicklerstudio, was da ist. Das waren Deutsche, mit denen ich gesprochen habe. Und ich war der Einzige da. Und sie so, Deutsch? Und dann das war die erste Preso auf der gesamten Messe, die halt einfach komplett auf Deutsch bei mir ablief. Und dann haben wir natürlich erstmal die englische Synchro uns angeschaut, wo auch alle Originalsprecher dabei sind. Aber dann durfte ich halt auch in die deutsche Synchro reinhören. Und da sind auch alle Originalsprecher dabei. Der Herr Ziesma. Ja, genau. Und halt wirklich der komplette Cast. Und es ist halt ein Plattformer. Es ist ein sehr simpler Plattformer, der natürlich dementsprechend vom Schwierigkeitsgrad jetzt auch nichts Krasses ist. Ja. Das soll natürlich auch die Kids ansprechen, soll auch uns hier und da mal ein bisschen fordern, ob es so sein wird. Schauen wir mal. Aber wirklich auch im Gegnerdesign ist es immer Fanservice durch und durch. Da war zum Beispiel eine Stelle, wo so ein Wurm aus dem Loch kommt und der basiert so lose auf dem alaskalischen Stierwurm. Man merkt sich mit dem Begriff. Habe ich sofort gemerkt. Klar. Sofort. Ja, es ist wirklich für SpongeBob-Fans ist es Fanservice durch und durch. Ich mag auch den Artstyle sehr. Ja. Es sieht schon fluffig aus, muss ich sagen. Ne? Da gab es ja vor einiger Zeit nochmal das Remake vom PS2-Spiel. Na, was ja auch genau hier war. Battle for Bikini Bottom. Genau, und dann jetzt können sie nochmal richtig mit dem brandneuen Spiel hier nochmal davon überzeugen. Sieht besser aus als die Zeichentrickserie, weil die Zeichentrickserie natürlich auch ihren ganz eigenen Charme hat. Hier, aber was die Animation angeht, ist es schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ey, es ist wirklich Fanservice durch und durch. Also wer wie ich was mit SpongeBob anfangen kann und ein Herz für Plattformer wie Spyro, Crash, Super Mario etc. hat, der wird damit Spaß haben. Auf jeden Fall. Ja, ich sammle Schwämme. Das reicht mir. Valentin, hast du noch was? Ja, tatsächlich. Und zwar haben wir am... So lachst du. Den Schwämmen. Ich find's auch so geil, wie du dein Notizbuch direkt raus hast. Natürlich. Sag. Ja, das Ding ist, weil ich war am... dann haben wir zuletzt zusammengesessen. Mittwoch. Genau. Ja. Da war ich bei einem Titel ein bisschen am Schwimmen, weil da wirklich auch viel konfus war. Und es ist mir wirklich schwer, viel das zusammenzufassen. Zu so einem Titel komme ich auch jetzt. Das macht den aber auch sehr interessant und den haben wir ein bisschen geschoben aus Zeitgründen. Mhm. Und zwar ist es Clash Artifacts of Chaos und das basiert wohl auf Xenoclash. Sagt dir das was, Gregor? Ist das ein Side-Scrolling-Action-Game oder denke ich an was Falsches? Ich weiß nicht, ich habe es halt nie gespielt, ich habe es mir nur angeguckt an Screenshots, weil die Entwickler natürlich viel damit verglichen haben. Das ist so ein First-Person-Ding gewesen, aber mehr kann ich darüber nicht sagen. Und jetzt sehen wir erstmal einen sehr interessanten Artstyle. Das sehen wir wahrscheinlich durch die YouTube-Komprimierung nicht ganz so detailliert. Aber was sehr, sehr schön ist, ist, dass ganz vieles, wenn der Charakter stehen bleiben würde, hat so einen Strich-Look irgendwie, als wäre es gerade mit dem Bleistift das Concept Art so leicht fertig gezeichnet. Das ist einfach sehr unique. Kann man auch blöd finden, kann man auch gut finden. Das ist, glaube ich, am Ende Geschmackssache. Aber ich fand es erfrischend. Und sie beschreiben es selber als so eine Art Nahkampf Souls meets God of War. Mhm. Aber jetzt sehen wir auch den First-Person-Mode. Oh. Und das verbindet man ja in der Regel überhaupt nicht mit den Souls-Spielen. Mhm. Und das ist aber auch nicht die ganze Zeit so. So soll das wohl, also Xenoclash, haben sie mir zumindest gesagt, war ein First-Person-Ding. Ja, ja. Und die Fans, sie haben auch sehr engen Kontakt im Playtesting mit Fans eben gehabt. Denen war das schon wichtig, dass es das auch gibt. Aber den Ansatz, den sie da jetzt gewählt haben, da hat das nicht zu 100% reingepasst. Weshalb sie sich dafür entschieden haben, eben... das Kämpfen und Dodgen und so in Third Person zu machen und dann, wenn du eben genug Damage gemacht hast, hast du so diesen First Person Mode aufgeladen, dann switcht es auch sehr cool und dann hast du auch andere Attacken sozusagen. Und generell vergleichen sie es aber auch deshalb mit Souls, weil sozusagen die Welt öffnet sich auch ähnlich, wie wir es von Dark Souls eben kennen. Du machst verschiedene Shortcuts auf,
Du hast nicht ganz so Bonfire, aber sie erfüllt trotzdem eine ähnliche Funktion. Das wird auf allen Plattformen kommen, außer der Switch. Sie haben jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht irgendwann kommt, aber jetzt zumindest beim Release. Sie peilen an den 9.2.23. Also wenn es schon so ein konkretes Datum gibt, dann kann das auch, glaube ich, was werden. Zumal das auch bis auf so ein paar glitchy Momente bei den Kämpfen wirkte das für mich auch schon sehr fertig. Der Entwickler hat sogar netterweise den Flugmodus für mich angemacht, um mir einmal die Größe der Welt zu zeigen und einmal über jedes Biom zu fliegen. Also ich fand es auch tatsächlich sehr abwechslungsreich. Und was man dem jetzt gar nicht angesehen hat, ist super story-driven. Also du kriegst... Also ich habe davon auch wenig mitbekommen, aber sie haben es irgendwie dreimal betont. Wahrscheinlich konnten sie davon noch nicht genug zeigen und deswegen haben sie es so oft betont, weil das ein großer, der narrative Part wohl ein wichtiger Part ist, der noch nicht ganz fertig ist. Und das Letzte, was ich dazu sagen wollte, war, ach genau, und es gibt so ein Würfelspiel, The Ritual nennen sie das, das in manchen Kämpfen, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, wie das sozusagen mit dem Universum, wo das Spiel zusammenhängt. Manchmal kannst du anstatt zu sagen, wir fighten jetzt, sagen, wir würfeln jetzt eine Runde. Und dann setzen sich alle hin und du siehst so den Boden und alle würfeln da so erstmal hin und dann hast du so ein bisschen, es ist nicht Kniffel, aber du hast mehrere Würfel. Moment, was ich... Aber Kniffel wäre der Hammer, wenn sie um Leben und Tod kniffeln würden. Ich liebe Kniffel. Warum haben wir eigentlich auf Rocket Beans so keine Kniffel-Show? Kann mir das mal jemand verraten? Warte, was, irgendwann haben wir noch mehr Ideenarmut als sonst. Anderes Thema, jedenfalls funktioniert das halt so, dass du dann... alle Würfel werden zusammengerechnet, die Augen. Du siehst oben irgendwie deinen Wert und unten den der Gegner. Mhm. Und wenn deiner niedriger ist, hättest du ja per se verloren. Und das wäre dann sozusagen wie, als würden sie dich killen. Aber dann kommt der Twist ins Spiel, weil jeder hat dann so drei Items. Und das kann sowas sein wie, dass du zum Beispiel so einen Strich ausrichten kannst, der die Würfel einmal umdreht. Das ist zum Beispiel eine Ability. Eine andere Ability kann aber AOE sein, dass du sagen kannst, hier werden die Würfel nicht umgedreht, sondern minus eins oder so. Und dann musst du dich eben auch ein bisschen strategisch dafür entscheiden, weil du auch siehst, okay, mein Gegner hat auch noch drei davon und der hat vielleicht auch andere, dass du damit auch ein bisschen strategisch vorausplanst. Und das fand ich ganz witzig, weil du halt die ganze Zeit dieses Auf-die-Fresse-Ding hast und das sich ja wirklich auch flott spielt und eben wildes Gedodge, du musst auf krasse Timings achten und dann kommt mal eben so, da könnte man jetzt so ein bisschen auch diese Fahrstuhlmusik, die man so kennt, einspielen und jetzt einfach ein bisschen Entspannung, eine Runde würfeln. Ich kann euch aber, vielleicht haben sie es gesagt, ich habe es vielleicht auch einfach nicht gepeilt. Ich weiß nicht genau, warum manchmal gewürfelt wird und manchmal nicht. Aber das hat eben wirklich viel mit der Story zu tun. Ich sag dir mal was. Also du, Xenoclash, erstmal, okay, Xeno schreibst du mit X meistens. Xenoclash mit Z, dann ist der Groschen gefallen. Ich habe es nochmal kurz nachgegoogelt. Ja. Ich habe die Dinger tatsächlich, das war eines der frühesten Spiele oder recht frühen Spiele bei mir in meiner Steam-Liste. Und ey, das erste Xenoclash ist so ein ultra weirder Titel. Aus der Ego-Perspektive. Okay. Mehr Nahkampf. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich dazu ein Let's Play gemacht habe und irgendwelchen wilden Schweinen hinterher gejagt bin. Ja. Ist von dem Entwicklerstudio namens Team Ace. Die machen, ich habe jetzt geguckt, die machen auch das neue. Team Ace ist ein chilenisches Entwicklerteam. Ah, ja. Ja. Und die haben neben den Xenoclash-Spielen, da gab es auch einen zweiten Teil 2013, die Rock of Ages. Genau, ja. Und nicht zu vergessen, Abyss Odyssey kennt vielleicht ein bisschen weniger, so ein bisschen Roguelike Side-Scrolling-Game. Und Eternal Cylinder, was ja bei der Gamescom 2019 das Highlight von vielen von uns war, weil es eben auch so einen uniken Ansatz hatte und deswegen war ich dann, als sie das gesagt haben, auch direkt hooked, weil ich dachte, okay, ihr traut euch was, ihr probiert da irgendwas Weirdes und ich habe Bock drauf, was Neues einfach mal zu sehen oder was, also was Alte basiert, aber eben aktuell wirkt es neu, weil wir auch viel Einheitsbrei in der Branche haben. Also bis das fertig ist, kann man bestimmt für ein paar Euro die alten Xenoclashes bei Steam dann mitnehmen und ich sage euch, Leute, das ist weirder Shit. Das ist richtig weirder Shit. Ich bin auch gespannt, ja. Ein letztes nur noch dazu. Also sorry, willst du das sagen, aber sonst vergesse ich den Punkt. Es gibt auch PvP, aber das läuft so, wenn du stirbst, kommst du in so eine Nighttime-Welt und da können dann eben, lauf nach andere rum, da kannst du dich kloppen, aber du musst nicht dafür sterben, du kannst es auch über ein Zeltlager erreichen, was quasi das Äquivalent zu Bonfires ist. Okay. Also wer sozusagen in Souls auch PvP liebt, bekommt das sozusagen auch dort. Okay, du hast es mir verkauft, muss ich sagen. Hammer! Aber ich fand es auch wirklich spannend. Ich wollte auch nur kurz eingeritschen, Walle, ich finde, das sind die schönsten Pressetermine, so Spiele, wo du halt noch nicht etliche Trailer gesehen hast, wo du auch vielleicht nicht die Zeit, man selber einfach nicht die Zeit hatte, sich jetzt noch groß darauf vorzubereiten und dann über
überrascht dich so ein Spiel. Voll, komplett, ja. Weil dann so, hä, wie, das ist ein Souls-like, erinnert mich an God of War, Borderlands, dann noch diese verrückten Mechaniken. Also genau ich, das. Ich finde das richtig geil. Ich mag das auch total und davon habe ich viele Titel diese Gamescom gesehen. Ich meine, wir haben ja schon alle auch gesagt, so ey, komische Gamescom, es gibt quasi nicht so 1000 AAA-Titel, das ist ja wirklich nur eine Handvoll, aber umso verrücktere Sachen habe ich eigentlich gesehen und ganz viele von euch da unten haben mir zum Beispiel auch in kurzen Gesprächen erzählt, dass für sie die Indie Arena Boost das absolute Highlight immer war, weil und es ist, wie schön ist das, dass kleinere Dinge jetzt auch einfach mal im Vordergrund stehen können. Ja, ja, ey, total. Endlich mal eine Chance für die richtigen Spiele. Ja. Da habe ich genau, was das angeht, noch einen Titel, oha, den ich vielleicht reinbringe. Ja, dann ich halte mich auch kurz. Cassette Beasts heißt der. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob da noch was vorliegt bei uns in der Regie, aber es wäre cool. Das war nämlich auch bei Raw Fury, kann man, ist ein Erstlingswerk aus Großbritannien. Das funktioniert, das sieht ein bisschen aus, ne? Man wacht erstmal auf einer Insel auf. Sie haben auch so Sachen wie Breath of the Wild gesagt, aber eben in Kombination mit Monstern bekämpfen und Monstern sammeln. Und hier gibt es aber noch ein paar extra Sachen, die das Ganze ein bisschen modern oder ja, ungesehen machen. Und zwar, du verwandelst dich erstmal selber durch dieses Kassettending in diese Monster und du kannst später mit liebgewonnenen Freunden und anderen Charakteren zusammenfusen, mhm, und dadurch neue Monster schaffen. Und das ist quasi so eine Mischung aus, also es ist eine Open World und du kannst die komplett frei quasi erkunden. Du kannst dich aber auch an Quests entlang hangeln und dementsprechend der Quest nach auf den Weg zu gewissen Dungeons gehen. Du kannst dir aber wohl raussuchen, das habe ich jetzt natürlich nicht ausprobieren können, aber du kannst dir wohl raussuchen, wo du als erstes hingehst. Du kannst es auf verschiedene Arten erkunden und es hat, man hat es gerade, sie haben es so ein ganz kleines bisschen versteckt, aber ich darf es schon sagen. Sie hatten es in den Trailern bis jetzt nur versteckt und kein großes Ding draus gemacht, aber es hat so einen leichten Horror-Twist. Oh, what? Und das war ein ganz cooler Moment in dieser Präse. Ich habe ja selber spielen dürfen, aber ich weiß nicht, ob einer von euch, ich glaube, letztens ist es auch in den Game Pass gekommen, Omori gespielt hat. Das ist ein JRPG, mhm, das eben auch damit spielt, dass es eigentlich total erwachsene Themen behandelt und auch diese Horror-Elemente hat. Ich habe mit ihm gequatscht und habe gesagt, sag mal, kennst du Omori? Ja, klar. Habt ihr euch so ein bisschen, also sie haben sich nicht davon inspirieren lassen, aber ja, es geht schon so in die Richtung und da hat mein kleines Herzchen ein bisschen Dollar geschlagen. Es ist eine Mischung, wie gesagt, eine Open World. Mit Charakteren kann man sich anfreunden und auch romancen und sich eben hoch skalieren, was das angeht, mit Monster sammeln, mit diesem ganzen 90s-Kassettending, Pixel-Optik und es ist auch so ein Horror-RPG-Ding. Mal schauen, ich weiß gerade nicht, ich glaube, sie peilen an Mitte nächstes Jahr, aber ich halte es auf jeden Fall auf meinem Zettel und ich wollte es hier noch gesagt haben. Ja, auf jeden Fall. Und bevor wir aussteigen, ich glaube, du wolltest auch noch, Berdi, bevor wir es komplett unterschlagen, was zu High on Life sagen. Sagen wir noch ein bisschen was. Das habe ich ja voll vergessen, merke ich gerade. Aber bevor du nachher kommst, ich hätte doch so lieben gern drüber geredet. Das ist ja auch die letzte Gelegenheit, weil es die letzte Recap-Show ist von uns auf dieser Gamescom. Ich halte es auch super kurz. Man muss sagen, ich war bei der Opening Night Live, da haben wir ja diesen Bossfight gesehen. Mhm. Ich war tatsächlich so ein bisschen, ja, was enttäuscht ist das falsche Wort, aber irgendwie war mein Hype-Level wieder niedriger geworden, weil in der Halle hat einfach der Sound der Waffe nicht so gescheppert. Ich weiß nicht, wie es halt hier im Stream dann war. Vielleicht lag es auch an den Soundeinstellungen, aber ich habe das mit Esther zusammengesessen von Game 2 und sie war auch so, hä, das scheppert mir nicht genug. Und jetzt konnte ich aber den Level, also das komplette Level spielen. Das heißt, du fängst hier an in so einem Haus, kriegst so ein Mission Briefing, ey, geh doch mal in die Slums, dann gehst du in die Slums, ballerst dich da durch und dann landest am Ende bei diesem Boss. Eine Sache, die ich noch hatte, wo ich tatsächlich ein bisschen Schiss hatte, auch durch den Trailer, der auf der UNL zu sehen war, dass die Waffe mir auch ein bisschen zu viel labert. Ich finde den Gag cool, aber halt, wie lang trägt sich so ein Gag? Und jetzt nach dem Zocken, also eine halbe Stunde konnte ich das anzocken, kann ich sagen, dass es doch schon sehr gut dosiert ist. Also okay, da war es wirklich so, dass es da immer ein Gag gekommen ist, wo das gepasst hat, wo ich das cool fand. Und auch so Sachen wie, du musst an einem Punkt vorbei, um in die Sams vorbeizukommen und da kommt halt so ein Alien-Kind vorbei und ich wollte es halt natürlich nicht abknallen. Und dann bin ich halt immer dagegen gelaufen, aber es ging nicht so 10 Mal und dann hat er gesagt so, ja, yeah, maybe try shooting him. Und dann ziehst du auf ihm. Mhm.
drückst ab und aber dann kommt so ein X, also das heißt, der schießt nicht mehr so, are you really gonna try to shoot a kid? Und dann machst du es dreimal und dann ballert er ihn ab und dann so, boah, you shot a kid. Das ist schon echt cool gemacht. Cool. Und auch wirklich im Gameplay, das heißt, wenn du reine Shooting-Passagen hast, kommt das auch sehr organisch. Das heißt, nicht bei jedem Gegner schreit die Waffe dann rum, oh, du hast einen super crazy Kill gemacht. Es ist wirklich der Rick-and-Morty-Humor, den man erwartet, den man kennt und der auch sich organisch, finde ich, in diese Welt einbringt. Und auch, wenn man jetzt ein bisschen weiter hier rausgeht aus diesem Segment, war ich dann in so einer Stadt, die wirkte auch super stimmig, super, ja, super schöne Artstyle, aber auch irgendwie abgefuckt. Also das, genau wie es halt Rick and Morty ist. Das heißt, du schaust dir alles an und denkst, das ist cool, aber es ist auch irgendwie einfach unfassbar verrückt. Ja. Und dann war ich halt am Ende bei diesem Boss, den man ja dann dementsprechend schon aus dem Trailer kannte. Es macht Spaß auf jeden Fall. Und wenn nicht, wenn das jetzt, ich hoffe, dass es nur auch so ein Spiel ist, was jetzt nicht so 20 Stunden oder so geht. Ich glaube, das könnte zu viel sein mit dem Humor. Also ja, das, wo du meintest, für die halbe Stunde war es noch okay, sagst du mal nach 5 Stunden am Stück oder 20. Genau. Ja. Also wenn es auch hoffentlich auf so eine Spielzeit von 10 Stunden geht, glaube ich, dass uns hier noch ein Highlight Ende des Jahres erwartet. Also ich habe Bock drauf. High on Light. High on Light. Mindestens. Aber danke für die Eindrücke da nochmal, weil es ist ja auch nochmal ein Titel, der auch noch mit Interesse wegen Game Pass und anderen Sachen hier ist. Leute, ich bedanke mich auch speziell bei euch. Es sei denn, du hast noch drei Zettel. Nee, ich sag nichts konkret zum Spiel, das wird zu lange dauern. Ich will eher auf die kommenden Game Talks hinweisen, weil wir werden natürlich die Spiele, die embargoed sind, da noch ordentlich behandeln. Und ich kann jetzt schon mal sagen, womit ich euch vielleicht erfreuen oder langweilen werde, weil ich war mehr Hype, als ihr denkt, vom Landwirtschaftssimulator 22 DLC. Also for real, ich fand's, es ist für mich das Star Citizen der Bäume und Pflanzen. Walle, du bekommst im Game Talk gut Zeit eingeräumt. Wenn du dir bei Miri, habt ihr so eine schöne Latzhose und einen Strohhut und... Ich komme in Latzhose, nur um über den Landwirtschaftssimulator zu reden. Den habe ich mir gerade erst angeguckt. The Valiant, sehr spannendes RTS-Game. Also wir hatten ja schon eben Command & Conquer-Verschnitt und das Genre scheint ein bisschen zurückzukommen. Ich habe mir auch Spellforce noch angeguckt. Die ganz, also nicht ganz anderen, aber schon für die Spellforce-Reihe einen neuen Ansatz wählen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist sehr interessant. Und dann eben noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnen kann. Also da wird wirklich eine Menge kommen. Das heißt, behaltet natürlich den Gaming-Channel in den kommenden Wochen im Auge, weil ich glaube, die Game Talks, da werden wir noch ordentlich von Gamescom-Footage zehren können. Genau. Wir haben unsere Arbeit schon für den nächsten Monat erledigt. So, ja. Im Großen und Ganzen. Yes. Aber Leute, euch will ich natürlich nochmal extra danken, dass ihr diese Stunde wunderbar mit viel aktuellen Gaming-Informationen gefüllt habt. Auch stellvertretend für all die anderen Leute, die hier dann auf der Bühne standen und brühwarm erzählt haben, was sie denn alle spielen dürfen, damit wir euch diese Eindrücke weitergeben. Und wie ich es auch schon kurz angedeutet habe, leider ist das die letzte Recap-Show von uns auf der Gamescom, weil die Termine sind vorbei. Den Rest sparen wir uns für später auf, wenn wir dann drüber reden dürfen. Aber die Gamescom an sich natürlich und die Beans kommen noch nicht vorbei, denn wir hatten auch schon zwischendurch mal einen kleinen Vorausblick gegeben. Morgen und übermorgen vollstes Programm nochmal. Gerade unsere Kollegen, die nicht sonst so viel mit Gaming auf dem Sender zu tun haben, dürfen jetzt mal scheinen und brillieren und ihr Talent hier auf der Bühne feilbieten. Und ich hoffe, dass ihr da draußen dann auch wieder dabei sein werdet. Leo, darf ich eine Sache dazu noch sagen? Ja. Weil es ja auch die letzte Recap-Show ist und ich habe ja auch gesagt, Tempest Rising ist so mein Highlight der Messe, aber ich will einfach nur wirklich eine Sache sagen, die mir richtig auf dem Herzen liegt. Ich will auch mitten in der Pandemie in Rocket Beans reinkommen und mein Highlight der Messe ist wirklich, das ist kein Honig ums Maul schmieren, es ist all die Leute hier zu treffen, die Leute zu sehen, wo einfach dieser Content ankommt, wo ich merke, ihr seid so dankbar dafür und ich und wir alle machen das hier super gerne und das ist wirklich mein Highlight der Messe, deswegen dickes Danke an euch und wir machen das genauso weiter. Danke schön. Ja. Danke. Ja. Mehr muss man nicht sagen. Vielen Dank und haben einen schönen Abend. Bis und dann. Danke an Gregor, der das Ganze die ganze Zeit moderiert hat. Danke, Gregor.